Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um ein Realme Smartphone. Realme habt ihr noch nicht oft auf meinem Kanal gesehen. Jetzt sind sie aber auch nach Deutschland gekommen, nach Europa. Realme, eine weitere Marke aus dem BBK-Konzern, so ein bisschen in Richtung Oppo angesiedelt. Wir packen das Realme 7 heute aus, schauen, was alles im Lieferumfang dabei ist und ich schildere euch meine ersten Eindrücke. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Verpackungen im gelb-schwarzen Design sind anscheinend im Moment im Trend. Wer meinen Kanal ein wenig verfolgt, weiß, was ich meine. Hier unten steht Realme, hier die 7. Auch das Realme 7 hat weitere Schwestermodelle, das Realme 7 Pro. Es gibt noch ein Realme 7 5G und ich glaube, es gibt sogar noch ein Realme 7i. Alles zu dem Realme 7 und wo ihr es bekommt für das Realme 7, hier übrigens 249 Euro UVP. Alles zu den Geräten findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Sonst haben wir hier nochmal Realme 7, hier ebenso, hier ein Realme Logo. Und sonst ist es einfach eine Smartphone-Box. Wir ritzen hier die Folie mal ein. Ich darf es als erstes auspacken. Vielen Dank an Realme Deutschland für die Leihgabe des Testgeräts. Nach meinem Test geht das Gerät an euch zurück. Wir fackeln auch gar nicht lang rum, ziehen die Packung auf, weil ich bin selber gespannt, was in einer Realme-Verpackung alles dabei ist. Ich hatte mal das Realme X2 Pro, das war aber damals noch ein Importgerät, als Realme noch nicht in Europa und in Deutschland angekommen war. Hey, welcome to Realme Family, Realme hier unten nochmal. Also wir werden begrüßt und ich habe es schon am Gewicht gemerkt. Wir haben hier eine Silikon-Schutzhülle dabei. Ist ein Finish-Produkt, aber immer gut. Und es machen immer mehr Hersteller, legen sowas dabei, dass man sein Gerät direkt von Anfang an schützen kann. Finde ich toll. Sage ich auch immer wieder dazu. Wir haben hier eine Auszeichnung vom TÜV Rheinland. Das ist wegen dem Display mit dem Blaulichtfilter. Das ist geprüft und gesiegelt. Auch wunderbar. Dann haben wir einen Quick-Start-Guide bei Realme natürlich auch dabei. Das ist alles Pflicht. Und ein Warranty-Card, das ist wie gesagt alles Pflicht, dass sowas bei einem Smartphone dabei ist. Hier direkt oben auf das Smartphone, was wir mal so erstmal so rauskippen und erst nochmal auf die Seite legen. Schauen uns den weiteren Lieferumfang an. Wir haben hier ein USB-A auf USB-C, jawohl, USB-C, ich musste jetzt doch nochmal schauen, USB-C, Lad- und Datenkabel, leicht gelb abgesetzt, da habt ihr übrigens USB-C 2.1 verbaut, dann ein Ladeadapter, ja, ich muss ihn auch so rausholen, der euch, ich schau mal gerade, 30 Watt liefert, 30 Watt Dart Charge nennt Realme das, ladet die Ladetechnik. Da habt ihr auch nochmal Realme hier oben stehen, auch nochmal gelb abgesetzt. Also Realme ist ganz klar auf der gelben Farbe zu Hause, Oppo zum Beispiel grün. Aber hier haben wir eine ähnliche Form des Ladeadapters, auch zum Beispiel wie bei OnePlus. Also man sieht natürlich den Zusammenhang zum BBK-Konzern. Das war's, es sind keine Kopfhörer dabei, nach meiner Meinung nicht notwendig. Das liegt bei mir zumindest sowieso immer dann in der Box rum, weil ich doch andere Kopfhörer dann nutze. Ja, jetzt kommen wir endlich zum Gerät, packen es aus. Aber was mir fehlt, da muss ich jetzt gerade nochmal schauen, was mir fehlt, ist ein SIM-Eject-Tool. Ein SIM-Eject-Tool ist auch dabei. Ihr habt es hier versteckt. Nochmal, man kann es so rausleiten, aber hier nochmal aufklappen und das SIM-Eject-Tool ist hier unten drunter. Das hätte ich doch beinahe übersehen. Jetzt aber kommen wir zum Gerät und wir packen das Gerät jetzt mal schnell aus der unschönen Folie hier aus und lassen es kurz hier rausleiten. Es ist noch ein Aufkleber drauf, den ziehen wir natürlich auch ab.
Und jetzt könnt ihr die schöne Farbe, die sich übrigens Mist Blue nennt. Es gibt noch eine weitere Farbe, Mist White. Dann ist das natürlich weiß, das ganze Smartphone. Es ist eine Kunststoffrückseite. Man hört es auch. Hier kann man sie leicht eindrücken. Hier in der Mitte des Phones. Hier die Seite ist nochmal so ein bisschen satiniert abgesetzt. Der Realme-Schriftzug und der Kamerabumper, zu dem wir natürlich später kommen. Wir fangen wie immer auf der Seite an. Hier seht ihr einen Kunststoffrahmen oder sehen wir einen Kunststoffrahmen für einen Preis von 249 Euro. Gerade noch so vertretbar, finde ich. Er wirkt auch nicht wirklich hochwertig. Also da gibt es hochwertigere Verarbeitungstechniken für einen Kunststoffrahmen. Aber sei es drum, die meisten, zumindest ich, haben sowieso eine Schutzhülle drum. Hier der Powerbutton in einer doch angenehmen Höhe. Da ist auch der Fingerabdrucksensor mit integriert. Auf der Oberseite haben wir nichts. Hier leicht schräg eingelassen die Hörmuschel. Auf der linken Seite haben wir den SIM-Kartenschacht. Den ziehen wir natürlich gleich mal hier oder drücken ihn gleich mal raus und schauen, was Realme uns hier verbaut. Und ja, das ist wieder wunderbar. Ich halte es mal so unten drunter, damit ihr es auch erkennen könnt. Ihr könnt hier zwei SIM-Karten und eine MicroSD-Karte zur Speichererweiterung verbauen. Der Speicher hat übrigens 128 GB. Es gibt aber auch eine 64 GB Version und da könnt ihr mit der SD-Karte jeweils den Speicher noch erweitern. Finde ich toll. Und Dual-SIM-Nutzung, das finde ich wirklich toll, dass das Realme hier bei seinem Smartphone verbaut. Hier haben wir dann die Lauter- und Leiser-Wippe oder Tasten, besser gesagt. Es ist keine Wippe gegenüber vom Power-Button. Für mich ist das die beste Anordnung für die Lautstärke-Tasten, die nicht über dem Power-Button sitzen und dann irgendwo hier oben am Gerät dann kaum erreichbar sind. Finde ich wirklich gut. Auf der Unterseite gehen wir weiter, haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Dann haben wir ein Mikrofon, den USB-C 2.1 Port und ein Lautsprecher. Ja, Mono-Lautsprecher in dem Preisbereich absolut vertretbar. Es gibt natürlich günstigere Smartphones mit Stereo-Lautsprecher, aber auch diesen Preisbereich auch öfters zu sehen, der Mono-Lautsprecher. Ja, wir schalten das Gerät an, dann und hoffen, dass überhaupt Power drauf ist. Jawohl, hier ist Realme. Wir sind bei den Maßen des Geräts. Wir haben 75,4 mm, 162,3 mm und es ist 9,4 mm dick, muss man schon fast sagen. 196 Gramm. Das ist natürlich unter 200 Gramm sehr angenehm, aber geschuldet der Kunststoffrückseite, was mir es persönlich nichts ausmacht. Sie ist ja nicht gerade hochwertig anzufühlen und dass sich das hier so eindrücken lässt, finde ich es auch nicht so schön. Das Kunststoff ist nicht wirklich stabil. Da gibt es doch andere, wie ich eben schon erwähnt habe. Aber das Gewicht ist natürlich dadurch, wie gesagt, unter die 200 Gramm gekommen. Auf der Vorderseite sehen wir dann ein 6,5 Zoll großes IPS-Display in einer Auflösung von Full HD Plus, 405 ppi und das Format ist 20:9. Die Bildwiederholungsrate, und das ist dann doch wieder ein bisschen was Besonderes für dieses Smartphone, hat 90 Hertz und eine 120 Hertz Abtastrate. Geschützt wird das Ganze auf der Vorderseite mit Gorilla Glass 3. Und jetzt wollen wir doch es gleich einrichten, aber bevor ich es vergesse, hier oben haben wir natürlich noch eine Punch-Hole-Notch und da ist verbaut eine 16 Megapixel Sony IMX 471 Sensor mit einer Blende von f2.1. Ja, bevor wir es einrichten, gehen wir doch nochmal kurz auf die Rückseite, weil hier haben wir weitere 4 Kameras, also das Gerät ist mit 5 Kameras ausgestattet und da haben wir die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, im Moment im Mittelklassebereich. Wir haben hier einen 48 Megapixel Hauptsensor mit einer Blende von f1.8, einen 8 Megapixel Ultraweitwinkelsensor mit einer Blende von 2.3, 119 Grad Weitwinkel und dann meine Lieblingslinse momentan, die 2 Megapixel Makrolinse mit einer Blende von f2.4. Die Linse kann man auch von mir aus getrost weglassen und dann eine 2 Megapixel Monochrom Linse und da erkennen doch
die Leute, die meine Oppo-Videos zum Beispiel schauen, doch wieder die Nähe zu Oppo, weil Oppo verbaut auch eine Monochromlinse, um die Details in den Fotos zu verbessern. Ja, 4K-Videos kann das Gerät aufnehmen. Die sind dann auch ultra stable video stabilisiert, also der Oppo übliche ultra stable Modus ist hier auch integriert. Ihr habt elektronische Bildstabilisierung bei den Fotos, HDR, Slow Motion Aufnahmen bis zu 240 FPS könnt ihr mit der Kamera darstellen. Ihr könnt einen 10-fach Digital Zoom anwenden, würde ich euch aber nicht raten. Ich denke mal bis zu 2-fach Zoom, alles was drüber geht, kann man dann getrost vergessen. Kommen wir zur Einrichtung und da wie immer spule ich doch dann ein bisschen vor. Ja, wir richten wie üblich auch die Gesichtserkennung ein. Da drücken wir auf Fortsetzen. Ich muss es mal kurz hochhalten und es wurde eingelesen. Das hat wirklich sehr gut geklappt. Jetzt auch der Fingerabdrucksensor in gewohnter Manier hier auf der Seite wird er eingelesen. Wir halten ihn immer mal drauf und heben ihn wieder an. Immer andere Positionen natürlich und nicht so schnell. Das war's. Mir jetzt noch die Ränder. Und somit ist er dann fertig eingerichtet. Dann machen wir hier weiter und hier willkommen bei der Realme UI. Es ist doch sehr stark angelehnt an ColorOS, auch wieder von Oppo. Wir machen hier natürlich die ersten Schritte mit. Ein schöner Ton habt ihr hier zu hören bekommen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir es noch ein bisschen heller machen. Und dann könnt ihr hier auch die Oberfläche mal erkennen. Und wie gesagt, Realme UI auf Basis natürlich Android 10. Ihr seht hier, ich mache mal was Helles schnell an. Auch die Displayränder sind doch sehr schön dünn. Das Kinn etwas dicker und das übliche IPS Backlight Bleeding ganz leicht hier unten. Also das ist doch ein etwas besseres IPS Display nach meiner Meinung. Auch die Blickwinkelstabilität ist gegeben. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also es ändert sich zwar auch ein bisschen was, aber da gibt es andere IPS-Displays, die dann stärker verfärben. Ja, gepowert wird das Gerät durch einen MediaTek-Prozessor und für mich ein alter Bekannter, der MediaTek Helio G95. Es ist ein Octa-Core mit 2,05 GHz. Alter Bekannter, weil dieser Chipsatz ist auch in dem Redmi Note 8 Pro verbaut, was längere Zeit mein Daily Driver war, über fast anderthalb Jahre. Der Chipsatz ist schon etwas älter, aber hat eigentlich für die Mittelklasse noch genug Power. Das Note 8 Pro ist halt nur das Problem, dass das Redmi Note 8 Pro halt mittlerweile unter die 200 Euro gerutscht ist, hat aber dafür kein 90 Hertz. Also ich finde es immer noch okay, dass der Chipsatz verbaut worden ist. Unterstützt wird das Ganze von einer Mali G76 und dann dicke 8 GB LPDDR4 RAM und 128 GB bei dieser Version UFS 2.1 ROM. AnTuTu Benchmark-Punkte erreicht das Gerät 290.582. Das ist ein guter Mittelklassewert. Ja, so ein bisschen über 300.000 sagt man, ist ein sehr guter Wert, also ist ein guter Wert. Ja, sonst ist verbaut natürlich LTE. Der Chipsatz unterstützt kein 5G. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ihr habt Dualband-WLAN 2,4 und 5 GHz. Bluetooth 5.0 habt ihr, USB OTG wird unterstützt, dass euer 5000 mAh großer Akku auch Gadgets laden kann zum Beispiel und ihr habt wichtig für heutzutage NFC fürs mobile Bezahlen. Wie gesagt, hier 90 Hertz könnt ihr erkennen. Ich kann auch ja ein paar Bloatware, ein bisschen was hier, Facebook ist installiert. Dann habt ihr Realme eigene Apps noch. WPS Office ist noch installiert, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Also Realme lässt das System doch fast stock und legt natürlich seine Oberfläche so ein bisschen drüber. Also ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut. Die Icons sind mir ein bisschen zu rund und zu bunt, aber das ist ja jedem so seine sein Geschmack, würde ich jetzt sagen. Wir gehen noch mal kurz in die Einstellung und schauen mal doch schnell über das Telefon,
Nein, ich wollte eigentlich Software-Updates gucken, ob ein Software-Update ansteht. Und es ist eine neue Version verfügbar, die ich natürlich jetzt direkt runterlade und dann installiere. Mein Gott, das ist aber sehr schön laut hier, das Gerät. Das kann man jetzt gar nicht anders sagen. Über das Telefon schauen wir doch auch noch mal kurz drüber. Und hier habt ihr Android 10 zum Beispiel, 8 GB RAM. Und ihr habt von den 128 GB noch 114 GB interner Speicher frei, den ihr, wie erwähnt, erweitern könnt. Ja, bevor ich es euch noch hier tot spreche über das Phone, war es das zu dem Realme 7. Ich freue mich, dass mein offizielles erstes Realme Smartphone hier auf dem Kanal testen kann. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst gerne mal einen Kommentar und einen Daumen da. Was sagt ihr zu Realme? Schreibt alles unten in die Kommentare und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!